Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Catrice x Disney. Es geht weiter und diesmal bin ich voll und ganz dabei. Beim letzten Mal habe ich es aus zeitlichen Gründen kaum geschafft, Content dazu zu machen, aber diesmal umso mehr, denn ich habe die Produkte jetzt schon hier seit Mitte August, glaube ich. Kleiner Disclaimer, ich habe auf dem Catrice-Kanal ein Video zu den Neuheiten gemacht und habe dort einen Look mit dieser Palette hier geschminkt und auch ein paar andere Produkte benutzt. Das seht ihr dort. Hier möchte ich aber nochmal diese Palette benutzen. Ein paar Produkte, die ich in dem Video nicht so viel benutzt habe. Da ist es eher darum gegangen, die Produkte vorzustellen. Hier nochmal ein bisschen mehr Review. Das ist kein bezahltes Video. Ich sage es ganz wichtig dazu. Es ist nicht bezahlt. Ich habe aber einfach Lust darauf gehabt, diese Palette zu benutzen, weil das ist natürlich schon ein Hingucker, ne? Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und ihr einen wunderschönen Start in die Woche habt. Die Sachen sind ab heute, glaube ich, offiziell in den Filialen. Es gibt wieder diese Sister Love Kollektion mit, ich glaube, Essence, mit Mickey Mouse und Minnie Mouse inspiriert und hier von Winnie the Pooh inspiriert. Die Kind Hearted Palette habe ich schon ausprobiert. Nee, Quatsch. Die Friendship Palette habe ich ausprobiert. Die Kind Hearted nicht. Die mit Winnie Pooh drauf. Phänomenal. Und vielleicht erinnert ihr euch, deswegen bin ich auch so gespannt, diese Palette jetzt zu benutzen. Ich hatte euch vor 2 Wochen ungefähr gesagt, dass ich festgestellt habe, dass Catrice die Formulierungen von den Shimmer Shades geändert hat und die jetzt deutlich, deutlich näher an den von Natasha Denona dran sind. Ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft haben bei dem Preis, aber du merkst einen gravierenden Unterschied bei den Tönen zu, sagen wir mal, vor 2 Jahren vielleicht. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber es ist definitiv ein Video wert gewesen. Das ist natürlich auch noch mal ein Hingucker, ne? Die Kind Hearted Palette ist natürlich so ein bisschen basic, eher ein bisschen braun, ein bisschen, ja, ist eine schöne Herbstpalette, wobei, ist schon lange her, dass mich Make-up so gecatcht hat, ne? Das sind schon so die richtigen Herbstpaletten, ne? Also beide zusammen, vor allen Dingen auch schreit Herbst. Die für mich fast sogar noch ein Stückchen mehr. Aber diese hier ist, glaube ich, mal was ganz Spannendes, weil ich sowas ja gerne mag. Diese etwas kühleren Paletten, diese etwas, ja, besonderen Farben. Und damit werden wir jetzt einen Look schminken. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Vielleicht habt ihr auch schon das ein oder andere Produkt entdeckt. Ich habe tatsächlich auch nicht alle Produkte bekommen. Ich gehe, sobald es da ist, in die Drogerie, aber wir haben jetzt gerade Ende August, ihr süßen Mäuse, ne? Da ist jetzt ist noch nicht so viel, aber ich wollte das gleich in einem Abwasch gefilmt haben, damit ich euch alles zeigen kann. Okay, let's go. Wir starten tatsächlich mit dem Bronzer. Da war ich am Anfang sehr skeptisch, weil ich ihn erst nicht so ganz verstanden habe. Das ist der Promise You Won't Forget Me Ever Bronzer. Mit 2 verschiedenen Bereichen. Erstmal, ich glaube, es ist Tigger, ne? Mit diesem Goldrand, den man als Highlighter benutzen kann. Oder du benutzt den halt als Bronzer. Ich benutze den als Bronzer und der ist extrem pigmentiert. Also du brauchst nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge und hast einen sehr, 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 sehr schönen, warmen Bronzer. Da ist auch nicht so viel Schimmer mit drin, dass es auffällt. Du kannst natürlich wirklich punktuell dann den Highlighter benutzen, kommt dem von Fenty sehr nah, aber wenn du da so durchswirlst, hast du kaum Schimmer mit drin. Das heißt also, wenn ihr eher einen matten Bronzer mögt, könnt ihr den dafür benutzen. Er ist sehr, sehr schön warm, ist ein perfekter Bronzer, ne? Ich muss es, glaube ich, immer wieder dazu sagen, dass das kein Contouring-Produkt ist. Ich habe neulich wieder ein Video dazu gemacht, zum Unterschied zwischen Bronzer und Contour-Produkt. Das ist ein Bronzer, der ist warm. Der ist jetzt nicht orange, der ist einfach nur richtig schön warm und du hast extrem viel Produkt mit drin. Ne? Hier sind 9 Gramm. 9 Gramm, da kommst du mit weit. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich finde, dass diese Catrice und Disney-Kollaboration immer ganz besonders, die sind nochmal krasser, auch vom Packaging her. Also hier merkst du es jetzt nicht so, aber hier beispielsweise an diesen Paletten, an den Lidschattenpaletten, du hast erstmal hier vorne schon dieses Wabenmuster, aber es ist nicht nur das Muster raufgedruckt, sondern es ist auch haptisch. Also es ist so ein bisschen erhaben, genauso wie hier hinten. Ich habe ja schon oft mit Make-up-Entwicklung zusammengearbeitet und ich weiß, wie extrem teuer diese kleinen Unterschiede sind, ne? Also dass der Unterschied zwischen so einem Effekt und dem anderen liegt bei vielen, vielen Cent. Also nicht nur 5 Cent, sondern es kann auch teilweise bis zu einem Euro teurer sein. Vor allen Dingen bei den Preisen. Bei einer Anastasia-Palette für 58 Euro ist es nicht ganz so wild, ob die Palette jetzt die Verpackung
20 Cent oder 24 Cent kostet, als bei einer Palette, die um die 15 Euro kostet. Das macht schon Unterschied. Bronzer ist sehr, sehr schön. Ich mag den tatsächlich auch sehr gerne als Farbe fürs Lid, weil der halt so schön pigmentiert ist und so super, super warm ist. Ich habe auch den Pinsel hier von, ich glaube, das ist Schweinchen. Damit kann man richtig schön so ein bisschen rübergehen. Der ist halt cool für unterwegs, kannst du dann zumachen, hast du was immer unterwegs. Ist eine süße Sache. Ich finde die Accessoires dieses Mal ganz, ganz, ganz besonders süß. Schaut euch das andere Video an. Ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Schaut euch das Video an. Ich verlinke euch das unten, weil das wirklich süße Sachen sind. Und ich finde, diese Disney-Kollektion ist halt immer schön, um so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Jetzt kommen wir aber hierzu. In der Palette sind 15 Farben drin in diesem Wabendesign. Wir haben viele matte Shades, wir haben viele Schimmer-Shades. Und jetzt wird spannend. Wir haben einmal einen matten Sparkle-Ton. Das ist die Farbe Friendship. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der hat Schimmerpartikel mit drin. Wir haben einmal diese normalen seidigen Schimmertöne, aber wir haben auch diese cremig folierten Schimmertöne. Und das ist das, was ich meinte. Sie haben die Formulierung, irgendwas haben sie da anders gemacht, dass du damit einfach extrem weit kommst. Du hast Topper, du hast Schimmer, Topper, du hast alles mit dabei und das ist anders. Das ist anders, keine Ahnung wie, habt ihr gut gemacht. Und wir starten direkt mit der Farbe Little Moments. So ein bisschen, finde ich, ist die Palette vielleicht eine, naja, nicht ganz, ne? Also, ihr habt so ein paar Farben, die sich ähneln hier zur Natasha Denona. Einige ähneln sich so ein bisschen. Das ist jetzt für mich hier einfach nur eine ganz leichte Transition Shade, um das so ein bisschen hier oben schon mal in die richtige Form zu geben. Ich glaube, wir kommen langsam in Richtung kühle Shades wieder zurück, ne? Wir hatten ja jetzt viele Jahre warme Farben und so langsam wird es ein bisschen kühler. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt kein Video drehen würde und sagen würde, ich will einen schönen Look für den Alltag, hätte ich die Farbe Little Moments genommen und würde jetzt vielleicht in Enchanted Place gehen und den einfach aufs bewegliche Lid geben, hast den fertigen Look. So einfach ist es. Das ist halt das Schöne, wenn du, ich weiß, viele mögen das nicht, ich verstehe aber immer nicht so warum, wenn du so Paletten hast, die in einer Farbwelt sind und sich auch vielleicht ein bisschen ähneln. Manche, also jetzt hier finde ich zum Beispiel gar nicht, aber hier hast du Farben, die gehen sich ja schon sehr nah. Was ich aber gut finde, weil man dadurch einfach so viele Möglichkeiten hat, das Ganze auszublenden. Und jetzt nehme ich denselben Pinsel erstmal und bin ganz vorsichtig und gehe in die Farbe Just For You. Nur so ein Hauch, um schon mal so ein bisschen Farbe hier in die Kante mit reinzublenden. Immer nur so ein bisschen. Ich arbeite wirklich jetzt in ganz, ganz dünnen Schichten, weil der Sprung zwischen den beiden Farben jetzt recht groß ist und die erste Farbe am Ende auch eigentlich kaum noch sichtbar sein soll. Ich weiß auch nicht, ich finde auch bei den matten Shades macht das nochmal einen Unterschied. Die haben kaum Kickback und die blenden sich halt so gut in die anderen Farben rein. Seht ihr das? Das ist ja wie ein Durchgang. Und das geht super, super schnell. Ich nehme immer ein bisschen, gehe wieder rein, ein bisschen und blende das Ganze richtig zart aus. Ihr habt ja mittlerweile, ich habe schon ganz, ganz viel bei Instagram gesehen, ganz, ganz viel Content dazu gesehen, dass viele jetzt die Produkte schon Wochen vorher wieder geleakt haben. Ach, das geht mir so richtig auf den Zeiger. Ne? Das hatte ich ja auch damals mit meiner Kollektion, dass die dann geleakt wurde. Nicht unbedingt von anderen Creatorinnen oder Creatern, das ist ein Versehen gewesen, absolut. Aber es gibt ja so Seiten, die posten die Produkte Wochen, Monate teilweise schon vorher. Und das finde ich einfach, das macht man nicht. Farbe sehr, 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 sehr schön. Ich könnte sie jetzt sogar noch weiter aufbauen. Will ich jetzt aber gar nicht. Extrem schöne, weiche Farbe. Ohne Fallout, ohne Kickback. Und die Palette sieht aus wie nagelneu. Endlich, ne? Ich habe es ja in einigen Videos schon gesagt, dass mir das aufgefallen ist. Endlich kann ich halt mit euch darüber reden, weil mir das schon so lange aufgefallen ist. Ich nehme jetzt einen ganz kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Generous. Da sind auch so kleine Bienchen mit drin. Und die setze ich mir in die Lidfalte, um es noch dunkler zu machen. So, was ich eigentlich sagen wollte, vielleicht habt ihr habt die Sachen ja wahrscheinlich alle schon gesehen. Falls nicht, schaut mal online vorbei. Da gibt es jetzt ganz, ganz viel Content schon mittlerweile dazu. Für welche Palette würdet ihr euch entscheiden? Also die von Miki und so, die habe ich natürlich noch nicht getestet. Und dann nehme ich den Pinsel von eben und bleibe einfach mit dem Blending in der Lidfalte. Mit einem großen, sauberen Blendepinsel
gehe ich noch in die Farbe Piglet rein. So ein weißlicher Pinkton und blende den hier oben einfach noch so ein bisschen raus. Einfach um hier die Kante auch noch ein bisschen pinker zu haben. Da will ich jetzt aber eigentlich gar nicht so viel Pigment mit drin haben. Nur um die Kante so ein bisschen sauberer zu haben. Cute! Okay, jetzt, ihr süßen Mäuse, nehmen wir einen flachen Pinsel und gehen erstmal in die Farbe You Okay. Nur um diese kahle Stelle erstmal zu decken. Und dann nehmen wir den Finger in die Farbe Iore und geben das aufs bewegliche Lid. Ist schon schön. Und dann in die Farbe Family und mische das so mit rein. Und habe halt jetzt so einen Multichrome-Effekt. Wahnsinnig schön. Und trotzdem alltagstauglich, ne? Unten gehe ich in die Farbe Just For You. Und ins Inner Corner setzen wir uns die Farbe Enchanted Place. 2016 hat angerufen, sie wollen ihre Make-up-Looks zurück. Das ist natürlich jetzt der Look, der am, ich sag mal, auffälligsten gewählt wurde. Ich nehme noch ein lila Kajal von Make-up Coach. Crazy! Und dann könnte man natürlich auch, ne? Du kannst ja die Farben hier auch so ein bisschen als Highlighter benutzen. Ich mische einfach die beiden mit einem groben Pinsel. Smash! Habe ich hier diesen Lip Balm. Das sind keine Lippenstifte. Ich habe das auch erst gedacht, weil die halt schon sehr intens aussehen. Die sind eher so ein bisschen pflegend. Also die haben zwar Farbe, aber nicht so doll, wie sie aussehen. Und dafür eignet sich natürlich, wie immer, überrascht es euch noch, ein brauner Lip Liner. Das ist die Farbe Manhattan von Catrice. Und dann halt den Lip Balm. Das ist in der Farbe Wednesday 020. Super, super glossy. Funktionieren auch sehr, sehr gut als Blushes. Ja, I love it. Ist halt so schwierig jetzt für mich, nicht noch die anderen Paletten zu benutzen, aber ich habe dafür ein ganzes Video gemacht, das will ich da nicht wegnehmen. Schaut euch das einmal an. Ich wollte für mich jetzt eigentlich ganz egoistisch die Palette nochmal ausprobieren. Hat wunderbar geklappt. Ich bin gespannt, wie euch die Kollektion gefällt. Schreibt mir mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Produkt gefunden, wo ihr sagt, hey, das würdet ihr gerne mal ausprobieren. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, von euch zu lesen, ihr süßen Mäuse. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch den schönsten Abend. Passt auf euch auf, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.